So, da bin ich wieder mit Let's Play Lego Racers. Ich hatte gerade eben ein kleines Problem mit der Steuerung. Und jetzt können wir auf die Ogre-Insel umbauen. Ah ne, das waren nur die Minen. Auch ihr seht, das werden schon neue Strecken. Und momentan der Champion ist König Karuka. Und dann geben wir mal Gas. Ich habe den Wagen schon umgebaut, Laser. Wir hätten unseren Typen auch eigentlich in Captain Hooker verwandeln können. Fällt mir gerade ein. Naja, egal. Der König Karuka, ich werde dich schlagen. Wie? Um Trommel. Achso, ich hab der gelesen, ich dachte ich. Und Siegestanz aufhören, Uka Agaruka. Wie gesagt, ist alles Lego. Naja. Uga-Uga-Insel-Umrundung. Und die Gegner... Ah, da sind sie ja. Hoffentlich. Ja, da sind sie. Da sind jetzt neue Gegner. König Uga-Uga ist der Champion. Heißt, er ist eigentlich mit Captain Europa. Nur, dass wir jetzt Captain Europa sind und er will nun raus. Dann sammeln wir erstmal eben. Das ist nicht machen. Das ist super. Warum machst du das? Und hier sind die Krokodile, wenn man die erwähnt, dann gibt es einen rechten Schuss zurück. Oh, kann man leuchten. Der ist sehr leuchten. Nein, ganz bestimmt kein leuchten. Oh, mein Gott. Warte, dich nehme ich aber. Ich hab doch hier noch. Oh. Das ist ein bisschen los. Wieder was Neues zu dir, ja? Auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Was machst du? Der nächste Gegner ist doch irgendwie, aber ich möchte gerne, dass der hier schon gar nicht vorbeikommt. Ich glaube, das ist ein König Uga-Typ. Aber merkt schon. Wird schon ein Herz sein. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich meine, es ist ein Lebensspiel. Lego. Nein, ich bin hier reingefahren. So. Ich habe jetzt so ein Karo-Teil hingelegt. Jeder, der reinfährt, seitdem sich die Steuerung umgekehrt. Ich denke, man kennt das. Wenn man nach links fährt, fährt man dann auch nochmal rechts. Und das ist schon kacke, wenn man reinfährt. Allerdings ist es auf einer Map, die hier ich habe gerade was vergessen, was immer ein Bild ist. Okay. Auf jeden Fall gibt es auf dieser Insel eine Map. Der Ort ist man halt. Also weiß ich nicht. Das sind dann halt nur so Farben, die ich mich in der Hand gar nicht. Auf jeden Fall haben wir diesen Kerl jetzt mit diesem Bratz abgehängt. Und sitzt als erster in Runde 3 eingefahren. König Uga-Uga ist zweiter. Und jetzt kommt, glaube ich, einer meiner Strecken, die ich total hasse. Wenn jetzt das, ja, Rennbahn der königlichen Ritter. Die Strecke nervbar, sehe ich das. Weil hier muss man sofort auf dem Abbiegen. Dann hier rumfahren. Hier rumfahren. Das kann ich jetzt die ganze Zeit lang, dass man hier rumfahren muss. Aber ich denke, das erklärt sich schon von selbst. Ja, dieser König Uga, der ist schon Feigling. Der holt sich morgen Hammer. Der holt sich bei jedem Power-Abteil immer das Schild. Und ich finde, das ist schon sehr. Legen erstmal mitten in die Kurve den Schildkanon, die wir dann reinnehmen. Und dann hier wieder mitten in die Kurve. Das Bild ist auch scheiße, wirklich. Das ist scheiße, wie wir hier machen. Das ist nicht gut. Also Enter, falls er mich denn dann den Enter kommen lässt. Dieser Enter macht, dass ich mich an den Gegner, falls ich ihn treffen kann, ziehe. Das ist
schon ziemlich gut. Denn dann wird er das damit im Sinne von festhalten. Und dann kommt er da auch so nicht mehr raus. Ein Schutzschild, aber die kann ich überhaupt nicht mehr Schutzschild. Das erfährt jemand durch. Ich meine, Mine. Nicht mehr. Du erfährst sofort die Worte. Okay, das ist Runde 3, das haben wir hier. So, das war's, erster. Also, wie gesagt, das Spiel ist wirklich nicht schwer. Shadow Zone hatte wahrscheinlich mit dieser Steuerung zu kämpfen. Denn er konnte nur diesen Power Slide machen, den ich jetzt gleich auch mal vorführen könnte. Sein Controller oder was auch immer gespielt hat, hat das immer noch gebraucht, diesen Power-Slide zu machen. Was natürlich nicht gut ist, wenn dieser Power-Slide eine so derbste Entwicklung hier ist. Es gibt zum Glück einen scharfen Punkt, um vorbeizukommen. Das kann ganz schön nerven, so auf gerade Strecken dann so irgendwie Halbkurven, dann gibt es da jetzt auch sowas zum Beispiel. Diese helle richtige Kurve hier. Wenn man immer. Ja, eigentlich nicht zu übersehen. Ich hasse das zweite Teil. Schwert kommt hier. Das Ding nicht mal eben. Den Knopf werden wir der Ente haben. Ich liebe diese Welt. Na, das ist witzig. Das ist knifflig, aber. Was die hier tun? Das ist wieder anders, ich schnappe mich gleich wieder. Und diese Kühe kommen wahrscheinlich bei Kurs zu sein, dass wenn ich das versuche, mit grünen Blocks zu sammeln und meine Frauen zu kriegen. Das müssen wir natürlich nachher voll machen. Solche Teile kriegen. Und natürlich waren dann allen vorbei. Muskeln. Und natürlich schon das Rote. Grün. So, ich bin in Rapspeed. Hoffen, dass wir gleich mal vorne sind. So, jetzt müssen wir ab zu den Kämpfen fahren. Also, alle Teile einsammeln. Nein. Okay, das ist klar. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Naja, wir kriegen 20 Punkte, er bekommt 30. Da ich das letzte dann auch gewonnen habe, also das aus den vorletzten zwei, jetzt kommt das letzte, habe ich einen guten Vorsprung von 2. Also von 20. Ich hasse diese Map. Ich kann glaube ich nicht mehr auf alle reinfahren. Ich habe es nicht mehr in der Anordnung. Ich habe auch keinen Bock jetzt einfach nur zu dem Freifutter drin zu gehen wahrscheinlich. Also das muss man nicht. In den Mobs mit einem Upgrade zu bezahlen muss. Genau hier muss man das abfahren. Ich glaube der Wasserfall war fake. Aber hört mal was zurück, wie ich das da irgendwie denkt. Ja, sauf, muss ich vorbei. Gegner, diese Königin von Ungarn, den er schon auch mal weg. Ich denke, in den nächsten Runden werde ich auch mal abwählen. Ich hoffe, er ist einfach schon oder nicht. Er ist eigentlich gar nicht alt. Er klackert nur ein bisschen. Wenn wir ein Schritt gleich kommen, das sollte er abwählen. Diese Form, das sind nur verfolgt. Wir wählen mal alles nieder, was in den Quere kommt. Dann muss ich wieder die Aufnahme beenden.
Schreibt dann, wenn ich gleich wieder Tschüss sage. Ich weiß gar nicht, wie ich schon auf dem Mikrofon zu tun habe. So, Runde 3. Ich weiß nicht, wie los auf dieser Strecke. Ich wette, gleich kommt hier der Ding ins Krankenhaus. Wenn ich jetzt mal schnell den Speedrun ziehe. Hier sind wir schon da. Hier sind wir schon. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann bis gleich.